Servus Leute und herzlich willkommen zum neuesten Tutorial auf FIFA HD Skillers. Heute ist das wieder das Flick Up to Bicycle Kick, auf Deutsch hoch neben dem Ball zum Fallrückzieher. Und ja, fangen wir gleich mal an. Für diesen besonderen Schuss, Torabschluss kann man auch sagen, gibt es verschiedene wichtige Dinge, die man wissen muss. Also als erstes müssen die Spieler fast parallel zueinander laufen, wobei jedoch der eine Spieler, der schießt, etwas weiter hinten stehen muss bei der Flanke. Die Flanke muss auf der Xbox mit LB und Y ausgeführt werden und auf der PS3 mit L1 und Dreieck. Bei der Flanke ist darauf zu achten, dass der Ball nicht zu hoch kommt. Und wenn der Ball wieder runterkommt, kurz bevor er auf den Boden kommt, den rechten Stick, ohne irgendwas anderes zu drücken, in die andere Richtung, also nicht in die Laufrichtung zu drücken. Und ja, dann fliegt er den Ball hoch und wenn der Ball auf dem höchsten Punkt ist, am besten schon anzufangen, Schuss zu drücken, aber dabei noch die L2-Taste auf der PS3 und die LT-Taste auf Xbox 360 zu drücken. Dann müsste das Ganze etwas so ausschauen, wie es jetzt noch in dem Beispiel gezeigt wird. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Trainieren. Macht's am besten erst in der Arena ein paar Mal, bei mir jetzt auch wenn gedauert. Und jetzt bis zum nächsten Tutorial.